Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal haben wir, ja, sag schon, unseren Kampf gehabt. Katja hat das Mädchen beschützt, was da war, das natürlich auch abgehauen ist. Verständlich. Und ja, jetzt sind wir hier. Es kann kaum stehen, ist verletzt. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall... Scheußliche Wunden hat sie dabei getragen und reichlich mitgebracht. Das muss man ja natürlich noch hoch anrechnen, ne? Aber sie, wir haben keine Dingens, sag schon. Ja, sie geht erstmal schlafen. Das ist das Einzige, was wir jetzt für sie tun können. Das ist ganz doof. Ich bin schwer verletzt, ich werde sterben, wenn ich keine Bandagen kriege. Ich bin froh, dass ich das Mädchen gerettet habe. Wie kann das Mädchen da so etwas machen? Ja, genau so ist es. Ja. So, was sagt er dazu? Pavel, bei all diesen Bomben, Scharfschützen und Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns für das nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wir wissen, wie wir unsere Straße geschafft haben. Was wäre das? Wie wir das in unserer Straße geschafft haben. Katja ist schwer verletzt. Ohne Bandagen wird sie wahrscheinlich sterben. Genau. Wenn wir keine Bandagen finden, wird Katja sterben. Das können wir nicht zulassen. Wir brauchen sie. Ja, das ist vollkommen richtig. Und was sagt Bruno? Bruno hält diesmal die Klappe. Gut, Bruno, wo bist du? Bruno, der wird jetzt erstmal Essen machen. Dafür brauchen wir hier zweimal das. Ja, was haben wir da? Haben wir 4 von, da haben wir 11 von. Ja, super. Herstellen, anders funktioniert es ja nun mal nicht, ne? Katja geht ins Bett. Pavel ist der schnelle Läufer, der ist müde, der geht in das andere Bett. Und unser Handwerker geht mal schon mal an die Werkbank. Und Bruno macht das zweite Essen fertig. Können wir nur 2 machen, schade. Müssen wir halt so fertig werden. Ja, komm, lauf doch mal. So. Wir können ein Loch stopfen. Wir können aber auch eine Falle machen. Tendenziell neige ich dazu, dass wir die Falle machen. Nein, wir haben genug zu essen. Wir stopfen erstmal das Loch in der Wand. Das ist wichtiger. Bruno ist hungrig und müde. Bruno wird jetzt was essen. Katja braucht was zu essen. Was passiert denn da mit dem Anklicken? Ach, dann kann man... Verstehe ich jetzt nicht. Stopp, Bruno. Du gehst gar nirgendwo jetzt gerade hin. Du gehst an die Tür. Bruno ist ein guter Koch. Einen guten... Ja, Katja kann gut feilschen, ne? Nee, dann geht Katja dahin. Egal. Dann muss sie jetzt leider ihrer... Aber vielleicht kriegen wir dadurch auch einen Verband. Der ist... hungrig. Bruno geht ins Bett schlafen in der Zeit. So. Und dann könnte er noch einen Filter reinbauen. Wie sieht's mit unseren Sachen aus? Wir haben zweimal Essen. Wir brauchen unbedingt eine Bandage. Haben natürlich hier reichlich Waffen jetzt. Damit können wir natürlich richtig schön was anstellen in der einen Hinsicht, ne? Ja, herstellen. Und Katja, er hat Bandagen. Das kostet so gut wie gar nichts. Das ist doch eine schöne Antwort.
Das ist wohl ein Scherz, das ist immer noch ein Scherz. Die Lampe könnte ich, aber mache ich nicht. Was kann ich dem geben, was wir entbehren können in dem Sinne? Das können wir alles nicht entbehren. Ich gucke mal gerade noch nach, was wir noch haben. Das Wasser wäre interessant, viele interessante Sachen sind dabei. Elektrobauteile. Das gefällt mir nicht, das sind zu viele, da muss es was Besseres geben. Auch nicht. Puh. Können wir Munition entbehren, ne? Aber das reicht auch nicht. Was hatte ich denn eben? Ich glaube, die elektrischen Bauteile hatte ich 4 Stück da. Hat er gesagt, das reicht nicht, aber... Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Könnt ihr noch ein bisschen Holz rausholen? Ja. Ja. Aber ein Wasser geht nicht noch dabei, ne? Nee. Gut, das machen wir aber auf jeden Fall. Weil ich möchte nicht, dass wir Katja verlieren. So, jetzt geht's noch um die anderen Dinge. Die 3 Sachen wären schon ganz nett. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das sind nicht überlebenswichtige Dinge. So, jetzt müssten wir überlegen, was wir abgeben können. Das ist wohl ein Scherz. Naja, das ist alles nicht so tolle. Dafür will ich das gar nicht hergeben. Ja, das ist großzügig von uns, genau. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Reicht das noch? Nein, das würde auch nicht reichen. Würde ich aber auch ungern abgeben. Kommt dann die Dose auch noch weg. So. Was wollen wir davon wirklich haben? Das ist doch Tabak. Das brauchen wir sowieso nicht. Aus Versehen wahrscheinlich mit angeklickt. Das Essen. Das Trinken. Ja, Trinken ist richtig. Das hätte ich gerne. Das hätte ich auch gerne. Natürlich massig davon eigentlich. Ja. Vier Patronen weggeben. Was können wir reduzieren? Ich müsste ihm sowas zu essen noch geben, aber Essen würde ich nicht tauschen. Die Zahnräder will ich haben, bringt nichts. Gut, wir können uns einigen. 9 Patronen und 4 Zahnräder gegen 8 Wassertabletten. Die Tabletten sind so teuer, oder? Gut, wir können uns einigen.
Ich mache noch eine Patrone drauf. Das reicht nicht. Das reicht nicht. So, das möchte ich jetzt haben, definitiv. Oh, das ist sehr großzügig. Das reicht nicht. Wir können uns einigen. Gehen noch Pakete. Okay. Gut, dann können wir uns einigen. Gut, okay. Ja. Der Filter läuft. Und sie geht erstmal bandagieren. Das ist das Wichtigste jetzt. Bruno ist müde und schläft. Das ist gut. Marvin ist fertig. Der geht dahin. Was ist mit Pavel? Pavel ist hungrig. So. Was baut der? Da oben brauchen wir noch nichts. Da können wir Schnaps mitbrennen. Hier, das wäre wichtig, ne? Da fehlen uns Bauteile und Holz. Holz reichlich. Da, das ist 24, meine Güte. Was bauen wir? Was machen wir? 8 Teile, wir haben 18. Da könnten wir auf jeden Fall noch einen von bauen. Und so. Schwierig. Was kriegen wir hier? Heute Tabak. Hier gibt's Schnaps, ne? Ja, den können wir Dinge an. Was ist das hier? Das wird ein reiner, hochwertiger Alkohol werden. Den Schnaps können wir verkaufen, klar, aber ob es das bringt? Kräutermedizin wäre ja auch nicht schlecht, ne? Und da kann man auch richtige Medikamente machen. Da brauchen wir 4 Teile und da brauchen wir 2 Teile. Hier gibt's Essen. Also hier oben, sag ich mal, brauchen wir nichts. Das auch nicht. Da. Zwischen dem und den beiden wäre die Entscheidung zu fällen. Filter haben wir, glaube ich, noch einen. Was brauchen wir hier? Noch reichlich Holz. Und auch Bauteile oder was das auch immer waren. Standteile sind das, glaube ich, nicht Bauteile. Kräuter. 12, 5, 8. Das nützt nichts. Ich nehme das Fleisch, weil das wird doch noch schwieriger werden. Es ist jemand an der Tür, ja, genau. Pavel ist hungrig, Bruno schläft. Er ist der Handwerker, der bastelt gerade. Was ist mit Katja? Die hat sich schon bandagiert. Ist aber noch müde. Das heißt, sie geht da unten schlafen. Pavel ist hungrig, der geht mal hier in die Küche. Der kann einmal Dosenfleisch essen. Obwohl. Katja muss schlafen, ja. Die kann aber auch gut feilschen, ne?
Was können wir da rein tun? Fleisch, gut, machen wir auch. Das andere können wir natürlich auch mal gleich rausnehmen, ne? Was machen wir mit Pavel? Ess das Fleisch. Und da kommt auch nochmal wieder Fleisch rein. So, Pavel geht dann nochmal an die Tür und feilscht nochmal. So. Was machen wir? Nee, das war falsch rum. So, das wäre das Holz. Gegen das Dosenfutter. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Mehr geht nicht. Komm, das ist ein Handel, machen wir. Und dann gucken wir nochmal, wie viel wir dafür kriegen. Fast 7. Okay, das geht nicht mehr. Das reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Haben wir irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Vielleicht hier einmal Feuerholz. Gut, das handeln wir aber auch. Und dann kann er gehen. Das soll reichen. So, Tür zu. Ist schon zu. Okay, die Fallen sind beide bedient. Wer schläft da unten jetzt? Katja, okay, die ist auch noch hungrig. Das ist Bruno. Bruno sollte noch vielleicht kochen, aber wir haben kein Gemüse, glaub, ne? Zweier sind jetzt... Ne, Dreier sind glücklich. Nur Katja ist nicht glücklich. Die kann auch nicht plündern gehen, das sind wir uns klar drüber. Die wird weiter schlafen müssen. Dafür fehlt das Gemüse. Dafür brauchen wir einmal Feuer. Mache ich nicht, weil ich glaube, das wäre... Da mal schnell hingehen. Ha, die Nacht ist schon da, das klappt nicht mehr gut. So, wer geht plündern? Pavel geht plündern, weil der die meisten Plätze dann noch hat. Der ist auch ein schneller Läufer. Sie geht auf jeden Fall schlafen. Marvin und Bruno stehen wacher. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Supermarkt ist noch viel zu entdecken, denke ich. Ja. Da kriegen wir vielleicht auch noch was im Keller oder so. Ja, das ist unser Ziel, denke ich. Die nehmen wir mit. Da unten war was zum Graben. Und das... Schwierig, ne? Nein, ich nehme nur das mit, sonst ist zu wenig Platz. Und dann gehen wir plündern. So, oben haben wir schon einiges gesehen, da sind einige Sachen, aber ich glaube nicht, dass das... Was ist das? Aha. Komm, das nehmen wir erstmal alles. Haben Sie gehört, was es halt hat? Ja, ich war dabei. Das ist auch erledigt. Ja, wir müssen erst in den Keller gucken, was es da unten gibt. Mit der kann ich aber nicht sprechen. Sie hat was verloren. Da
Da ist niemand. Können wir also aufmachen. Da sind noch so viele Sachen. Ich kann noch gar nicht daran denken, was passiert, wenn man diesen Soldaten nicht... Ja. Okay, das ist doch schön zu hören. Also wenn sie hier ist, dann kann es ja nicht unsicher sein, ne? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Genau, das sehe ich auch so. So, die zwei Sachen sind über. Den Tabak können wir hier lassen, den Kaffee auch. Dann nehmen wir lieber das Essen mit. Da ist nur eine Tür hinter. Was gibt's danach? Die Leute haben immer noch die Kraft zurückzukämpfen, ja, aber der Preis war ganz schön hoch. Da ist auch niemand, da ist aber ein Bett. Ja, den Zucker können wir nehmen, die Tabletten. Und ja, dann tun wir das weg. Nimm lieber das mit. Das ist Dünger. Das ist Schießpulver, brauchen wir zurzeit nicht. Dann nehme ich lieber die beiden Tabletten noch mit. Hatten wir hier schon geguckt? Ja, was waren da nochmal drin? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, Tabak und... Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt bügeln gehen. Ja, zum Glück habe ich eine Schaufel. Wir sollten uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Was heißt das? Willst du gleich angriffslustig werden, oder was? Wir gucken erstmal da rein. Noch Tabletten, gehen aber nicht mehr mit, oder was? Schade, dass man nur zwei stacken kann. Dann lassen wir das hier. Erstmal gucken wir. Nee, das war jetzt verkehrt. Erstmal gucken wir ins Schlüsselloch. Da ist niemand, oder? Dann machen wir den Schrank auf. Natürlich super laut. Aber ist ja egal, wir müssen da dran. Und da ist Essen. Alkohol kann man auch nicht stacken, super. Dann bleibt er hier, das Essen kommt auf jeden Fall mit. Ach guck mal, da unten ist sogar noch Munition. Was bleibt hier, was nehmen wir mit? Gute Frage, ne? Die Waffenteile, na, das ist jetzt schwierig, ne? Das nehme ich mit. Weil dann kann ich es vielleicht fertig machen. Verlassen. Dann machen wir da auf. Wäre schön, wenn wir noch mehr Gemüse finden. Zeit haben wir noch ein bisschen. Brauchen wir nicht, kriegen wir nicht mehr mit. Ah, die wollten wir mitnehmen mit der Schrotflinte. Verlassen. Gucken wir erstmal rein. Da sind zwei Fässer. Tür aufmachen, aber dahinter ist nichts mehr, ne? Nee, die lasse ich da erstmal stehen. Wer weiß, was das für Fässer sind. Das ist ein Supermarkt, ne? Ja. Später, jetzt nicht.
Er weiß nicht, wie man an diesen Ort gelangt. Habe ich das schon alles untersucht? Ja. Komm schneller. Da hinten geht's ja noch weiter, ne? Das können wir nicht mitnehmen. Das geht auch nicht mehr mit. Gut, rausgucken. Da ist nichts zu sehen. Gehen wir weiter. Was finden wir da? Auch noch tolle Sachen, ne? Kann man nichts mitnehmen. Das Wasser würde ich gerne mitnehmen. Das Wasser lassen wir nur dafür da. Holen wir nächstes Mal ab. Was ist das? Ein Schrank oder was soll das sein? Das können wir auch nicht mitnehmen. Hier ist glaube ich nichts mehr, oder? So, das war der Hintereingang dann. Da oben waren wir überall schon. Was haben wir denn alles mit? Können wir alles so lassen, wie es ist? Gehen wir nochmal hoch, nutzen noch die letzten Minuten, um gerade noch reinzugucken, ob wir nicht noch was mitnehmen können, was hier doppelt wäre. Ist aber nicht so. Der ist ein schneller Läufer, ne? Da können wir noch was reißen. Nur Leitern kann er nicht schnell laufen, ne? Das können wir auch lassen. Gut. Können wir auch so lassen. Auch nix. Sollte zurückkehren, ja. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.